So, hallo an alle zur nächsten Folge von Minecraft Galaxy. Heute zusammen wieder mit dem Kev. Hallo, hallo ihr Lieben. Und heute ist eine ganz besondere Folge, denn eigentlich müsste ich traurig sein. Ach, so aber schlimm ich bin ist es nicht. Ich werde dir kurzfristig das so geben, dass du auch mal hin darfst und den Kunga retten kannst. So ist aber es. Das also, Ergebnis. Worum geht's überhaupt heute? Genau. Willst du erzählen? Hau ruhig rein oder so. Achso, kann ich machen. Und zwar ist heute Freitag, das Ergebnis steht fest. Und wir möchten uns natürlich bei allen Leuten bedanken, die fleißig gewotet haben. Es sind insgesamt bis zu diesem Zeitpunkt 35.171. Aber jede Sekunde steigt die Zahl, also es werden immer mehr. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal von unten an. Unentschieden, für unentschieden gewotet haben 3.157, das sind 9%. Für mich haben gewotet 1.222, das sind 35%. Und gewonnen hat Spark mit 19.799 Stimmen, das sind 56%. Herzlichen Glückwunsch, Spark! Oh yeah, danke. Wunderbar. Und ich glaube, ich habe gerade Scheiße gebaut. ich habe den Mist gebaut. Ich habe gedacht, es wäre eine Ingot-Form. Nein, egal. So. Genau. Die Frage ist jetzt natürlich, was ist damit verbunden? Da kannst du ja gerne sagen, du bist ja der Gewinner. Und was hast du denn eigentlich gewonnen? Was ich gewonnen habe? Ich habe ein Grundstück auf dem Mond bekommen. Das heißt, den ersten Token, willst du, ich muss mal kurz ins Bett legen, weil Nacht und so. Achso, ich bin gerade weggefahren. Ich wollte Endermänner farmen. Ja, okay, dann fahren wir. Genau, und das Grundstück wird 32x32 groß sein. Das hat man so festgelegt als Größe. Das steht in den Regeln. Jo, und sollte ein weiteres Grundstück sein, wo man dann drauf bauen kann, beziehungsweise überhaupt hinfliegen kann. Aber ich werde es dem lieben Käften erstmal zur Verfügung stellen, aus einem ganz gewissen Grund, damit er nämlich mal Kunga retten kann. Das ist nämlich die Frage. Das müssen wir nämlich jetzt in dieser Folge klären, richtig, weil mir wird das Gebiet nicht geschenkt, das ist klar. Nee. Und ich weiß jetzt nicht, wie wir das machen können, weil, wenn du sagst, Kev, du darfst gerne einmal hinfliegen, dort ein Portal stellen, damit der Kunga zurück kann. Was ich, wofür ich mich natürlich gerne bereit erkläre, die Ressourcen, fuck off, da komme ich schon, die farm ich selber zusammen. Aber wenn ich ja schon irgendwo was hinbaue, gilt dann dieser Bereich als bereits genommen? Und das dann ist müsstest Frage. Du auch dort bauen? Oder ist es so, dass, hast du überhaupt schon eine Rakete? Ich hab noch gar nichts von Galactic Craft noch. Ich weiß nicht, wie das geht. Weil sonst könnte man das vielleicht so machen, dass man sagt, du steigst in meine Rakete. Und ich rette ihn sozusagen. Ja, die Sache ist die, ich will mich auch noch gar nicht so allzu arg festlegen. Aber was ist denn Folgendes? Mal angenommen, du fliegst halt hin. Ja. Machst alles, was du brauchst, um ihn zu retten. Ich meine, du musst ja eigentlich nicht groß bauen. Also das Einzige, was ich machen würde, wäre wirklich ein Portal zu stellen. Und zwar, das ist 5 Obsidian-Blöcke sind das einfach nur. Und ein Lever. Okay. Und ein Portal-Modifier. Das war's. Aber es geht eigentlich darum, wenn du ihn retten willst, dann wird es nicht einfach reichen, wenn du hingehst und einfach ihm was hinstellst, eine Kiste, dass er Treibstoff hat und selbst zurückfliegen kann wieder. Das heißt, du musst ja eigentlich nichts bauen. Ja, ob ich jetzt ein Portal baue oder eine Kiste ihm hinstelle, weil das Portal, da steht ja immer noch da. Wenn du ihm eine Kiste hinstellst, kann er sich aber wieder abbauen und den Mond unversehrt, so wie er war, zurücklassen. Und wenn der aber Mond wie komme ich dann zurück? Indem du dir genug Ressourcen mitnimmst, dass du selbst auch wieder wegfliegen kannst. Okay, das heißt, hört sich gut an, weil die Kiste kann er ja wieder abbauen und dann gilt der Mond trotzdem als leer. Ja, das bedeutet, ich muss 2 Treibstoffkanister mitnehmen, weil ich danach ja meine Rakete selbst wieder auffüllen muss. Genau. Und ein Problem an dieser Stelle ist, funktioniert nicht ganz deine Logik, weil ich müsste natürlich auch einen Fuel-Loader mitnehmen. Ich müsste Strom mitnehmen. Ich müsste relativ viel mitnehmen, damit das Raumschiff überhaupt aufgetankt werden kann. Aber das kannst du ja alles wieder mitnehmen dann, oder? Nee, kann ich ja nicht, weil ich habe die Maschinen gar nicht da. Ich habe zwar den Fuel-Loader, Fuel habe ich da, das ist nicht das Problem, aber ich müsste ja von irgendwoher Energie beziehen. Und das ist die Frage, aber ich könnte ein Solarpanel mitnehmen, aber das Ding ist halt, damit er seine Rakete wieder aufladen kann, müsste er ja rein theoretisch dann wieder die ganzen Maschinen haben, die ich aber wieder mitnehme. Deswegen ist ein Portal da die sichere Sache. Aber womit hat er sich denn dann verkalkuliert? Also er ist hingeflogen, hat aber nicht mehr genug Zeug für einen Rückflug gehabt. Ja, er hat einfach nur kein Fuel. Und er hat auch keine Möglichkeit, das Fuel aufzuladen. Das ist seine Verkalkulation. Okay, wie wär's denn dann Folgendes? Dann hast du halt da oben noch was stehen.
Und wenn ich dann selbst auf den Mond komme, werde ich einfach das wieder abbauen, dir zurückgeben und selbst dann mal ein neues Claim besuchen. Das ist so eine Art, keine Ahnung, Grundstücksbeschau. Was hältst du denn davon? Weil ich würde halt schon gern, wenn du selbst das Grundstück selbst wählen, aber ich würde schon gern auch dir erlauben, dass du halt ihn retten kannst, weil das ist ja so viel. Ja, ich verstehe beides. Wie wäre es denn einfach, wenn ich dort jetzt ein Portal hinbaue? Ja. Du kannst das Portal ja abbauen, wie du willst. Ich gebe dir dann die Telefonnummer-Kombination. Okay. Weil du musst ja danach auch wieder zurück, du hast ja die Maschine nicht. Richtig. Und dann könntest du auch ganz bequem zum Mond von meiner Base aus und dir das dann da aufbauen. Da kannst du ja selber ein Portal machen, pipapo. Aber da kommst du da erstmal ganz entspannt hin. Jo. Und kannst dann natürlich mein Portal abbauen und notfalls das dann an einer anderen Stelle aufbauen, damit du wieder zurück kannst. Aber da, wo du halt dein Claim haben willst. Oder wir gehen gleich zusammen dahin und du suchst dir da dein Gebiet aus. Das ist, hey, ich habe aber auch keinen Sauerstoff, ne? Tanks und alles Mögliche. Ich glaube, das geht sehr, sehr schnell. Und das Problem ist, ich kenne mich damit noch gar nicht aus. Ich habe mich damit aber noch gar nicht befasst. Das ist voll doof. Also am einfachsten wäre es natürlich, also da sagen auch viele Zuschauer, komm Kev, geh da einfach hin, stell dein Portal und dann weg. Jo. Aber das ist dann einerseits blöd, weil wir halt beide selber nicht wissen, zählt dieses Gebiet dann als beansprucht oder ist es einfach nur das Portal? Also wenn man es irgendwann wieder zurücksetzt auf nichts, dann oder dass es so ist, genauso wie vorher und halt sich woanders dann sein Baugrundstück macht, dann ist es, glaube ich, vernachlässigbar. Du kannst ja einfach das Portal setzen und wenn ich dann mein Grundstück, und da geht auch Kunga durch, du durch, und dann, wenn ich selbst mal hochkomme, dann setze ich das Portal einfach um an die Sprengstelle, wo ich haben will. Das ist, glaube ich, die beste Lösung, oder? Ja, das stimmt. Frage ist jetzt nur, hast du Enderperlen? Nein. Weil ich brauche auf jeden Fall noch... Nee, ich kann ja mein Portal hier umwählen, glaube ich. Das müsste gehen, aber... Habe ich Enderperlen? Weil ich brauche noch eine Enderperle, glaube ich. Ja, tatsächlich. Eine Enderperle brauche ich noch, damit ich überhaupt das Portal setzen kann. Das ist problematisch. Ja. Ich habe selbst auch leider keine. Ich brauche die... Sehr, sehr problematisch. Ansonsten könnte ich die direkt rüber Portal stellen und ich wäre weg, ohne Probleme. Aber mir fehlt es halt gerade an der Enderperle. Ich glaube, ich gehe mal klauen. Ich glaube, bei der Mondregel, da können wir eigentlich auch ein bisschen locker mit umgehen. Ist jetzt, ich glaube schon. Es geht ja nur darum, dass man da nicht baut. Richtig. Ich meine, wenn da jetzt... Wahrscheinlich wird da auch niemand jetzt sich ärgern. Paragraphen, wenn ich jetzt sage, ich setze das Portal und das Portal bleibt da einfach stehen, damit, falls mal jemand wieder so einen Fehler macht, Richtig. Das sozusagen... ich glaube, so können wir das erstmal handhaben, oder? Genau, er darf halt dann nichts weiter bauen. Einfach nur zum Zurückgehen, so eine Art Notfallrückgangsportal. Genau. Und ich bin jetzt hier gerade in irgendeiner Base und schaue da nach Enderperlen, aber das sieht schlecht aus. Und bis es wieder Nacht ist, ist die Folge vorbei. Das ist halt das Problem. Ansonsten könnten wir es natürlich auch so machen, dass ich jetzt nach dieser Folge, das wäre dann die Freitagsfolge, noch abchecke in der Konfi, ob die Leute sagen, das ist in Ordnung. Wenn die dann das Go geben, dass ich dann einfach das Portal da setze. Und du aber trotzdem unabhängig davon deine Sachen da machen kannst. Ach, das geht schon. Kriegen wir alles hin. Ja, weil jetzt müsste ich halt noch farmen. Lol, wieso sind hier Gastbälle? Die buggen hier rum. Sehr gute Frage, ich weiß es nicht. Also eigentlich bin ich schon wieder so halb so ein bisschen verplant, gerade so im Kopf, beim Gedanken. Ach so, eine Sache noch an die, gerade bei dir zu schauen. Oh, das hat mich so ein bisschen geärgert. Das Haus sieht 3000 mal schöner aus, wenn dieser komische Alter und das Fax Texture Pack nicht drin ist, weil das Fax Texture Pack hat aus meinem schönen Redwood, also meinem schönen Mammutbaumholz, einfach normales Holz gemacht. Aber mit Shader wirkt das, glaube ich, trotzdem schöner, weil der Schatten halt... Die Steine sind wahnsinnig dunkel gewesen. Und man konnte nicht durch die Fenster durchschauen. Die waren nämlich weiß innen drin, weil das auch vom Fax Texture Pack nicht gemacht wurde. Oh Mann, jetzt weiß ich gerade nicht, was ich machen soll. Ich könnte natürlich hier meine Space Station, mein Portal wegbauen, aber das möchte ich eigentlich nicht. Und ja. Das ist die Frage. Das ist das Problem gerade. Ich mache jetzt erstmal... Zack. Zack. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch geht hier. Also ich habe hier auf jeden Fall jetzt schon eine Telefonnummer gemacht. Ich weiß nicht, ob du die aufschreiben möchtest. Und zwar mit der Telefonnummer von den Portalen. Du kennst dich ja damit... Aus ist Slimeball, Redstone, Goldnugget, Slimeball, Redstone, Goldnugget. Ich hätte was kürzer ausgemacht, das schreibt mir lieber mal auf oder so. Ist ja nur Slimeball, Redstone, Goldnugget und das zweimal hintereinander. Ja, aber Slimeball, Redstone, Goldnugget? Ja, ich will ja nicht, dass jemand mein Portal aus Versehen kreuzt. Ja, schon klar. So. Dann müssen wir mal. Es muss Nacht werden. Die Frage ist, logge ich mich jetzt schnell aus und mache einen Cut, bis es Nacht wird? Das ist die Frage.
Und jetzt habe ich da schon den Hammerhead gegossen, also kann ich ihn noch fertig gießen, falls geht. Will nicht gehen. Nein. Also ihr seht schon, es ist gar nicht so leicht, diese Frage zu klären. Viele haben ja gesagt, wieso werdet ihr nicht aktiv, wieso könnt ihr den nicht schnell retten? Weil halt eben die Regeln mitspielen. Aber wir versuchen unser Möglichstes. Richtig. Ja, es war so ein bisschen sowas vorgebaut, also Portal hier, das haben wir ein Spawnhaus gehabt und alles mögliche. Ach, das ist verkraftbar, denke ich. Das ist die Frage halt. Oder wir warten halt einfach ab, bis du rüberfliegen kannst. Es dauert aber ewig, weil ich habe nicht vor, das in nächster Zeit zu machen. Das stimmt, das ist alles irgendwie so eine Halblösung. Also ich weiß es echt nicht. Ich glaube, ich werde das echt so machen, dass ich in der Konfi gleich nachfrage, ob das in Ordnung ist, dass ich einfach sage, komm, ich stelle das Portal. Ich meine, Gebietstoken wurde ja schon erspielt und du kannst dann einfach trotzdem irgendwie dein Gebiet aussuchen, weil es ist ein bisschen blöd, dass Kunga jetzt da wirklich nichts machen kann. Und so sozial muss kann man dann, denke ich, schon sein, finde ich. Ich sehe schon Paragraphenland Deutschland. Über alles wird gezockt. Es ist so. Muss immer aufpassen, dass man alles richtig macht. Dies und das. Hab ich denn hier meinen Hammerkopf jetzt hin? Meine Hammerkopfform. Ach, da ist er. Die Leute, ihr fragt euch bestimmt, wieso ich mich die ganze Zeit so blöd durch die Gegend gucke und nichts mache. Das liegt daran, weil ich gerade einfach keinen Plan habe, wie ich den zweiten Stock in meine Base bauen soll. Soll ich die nur 3 hoch machen, 4 hoch? Das sind alles Fragen, die ich nicht weiß. Und Gelächter bei mir in der Wohnung. Schluckspechte. Gelächter. Ja. Ich bin gerade hochkonzentriert, versuche endlich die Waffe zusammenzubauen, oder das Werkzeug zusammenbauen, was ich vorhab. Das ist hier nicht so einfach gerade, von der Logik her. Und meine andere Waffe kann ich schon mal schärfen. Und ich bin hart und will denken, ob ich nicht noch Looting draufklatsche. Man kann die Waffe so übelst OP machen. Ja, das Looting ist ja richtig, vor allem für Endermänner wäre das geil. Ja, aber wenn, dann würde ich gern... Ja. Ich nehme Sharpness auf den Cleaver. Ich wollte ihn eigentlich von Attack Damage sowas von hochziehen. Aber ich habe es mir jetzt noch anders überlegt. Ich mache einfach noch trotz allem Looting mit drauf. Bringt einfach mehr und... Allrounder-Waffe. Ich brauche kein OP-Ding. Ja, das... Vor allem OP ist ja eigentlich nicht notwendig, finde ich. Naja, außer halt für PvP-Geschichten, ne? Ja, das stimmt. Okay, Leute, ich muss sagen, ich bin echt kein guter Bauherr. Ist einfach so. Ich bin ja so dermaßen planlos. Also ich habe vorher ein bisschen vorgebaut, auch mal in einer normalen Welt und mal geguckt, wie es aussieht. Bisschen ausprobiert, was sieht cool aus. Das habe ich halt leider noch nicht gemacht. Weil ich glaube, das werde ich machen. Vor allem jetzt ist ja auch der Livestream, am Samstag dieser Livestream. Da werden wir nicht nur an der Space Station weitermachen, sondern natürlich auch unsere Base verschwören. Ich habe mir das jetzt ein bisschen als Ansporn genommen. Es waren wirklich so viele, viele haben es auch in die Kommentare geschrieben bei mir. Ja, Kev, Technik schön und gut, aber dein Haus ist halt einfach hässlich. Und das ist halt gemein. Lol, hier ist ein Zombie-Pick in meinem Netherportal. Ja, die laufen da durch. Die können noch von der Hölle. Ich habe außerdem, glaube ich, meine 4 Ingots wieder reingeschmissen. Nee, so. Habe ich nicht. Das Material ist so schwer die ganze Zeit zu kriegen, dieses Kobalt. Ist aber einfach so genial zum Abbauen, weil das Mining Speed 11 hat. Mining Speed 11? Mhm. Ist ja Hammer. Also ihr merkt schon, die Folgen mit Sparks sind ein bisschen ruhiger, aber ich finde das gar nicht schlimm. Weil wir so auch vielleicht ein bisschen besser vorankommen. Ja, ich meine, was soll ich groß jetzt hier laut werden? Yeah, ich hab ein Schwert. Jawohl. Ich hätte das gerne eigentlich ausgeliehen, wenn das Looting drauf hätte. Nee, hat's noch nicht. Ich brauch dafür ja, 450 Lapis. Ja. Lapis habe ich aber viel. 450. Aber 450 ist viel. Ja, okay. Und nur dafür, dass ich dann Endermänner habe, das ist natürlich ein hoher Preis. Ein sehr, sehr hoher Preis. Also ich werde das, wie gesagt, damit ihr auf dem aktuellen Stand seid in der Konfi ansprechen, definitiv, und hoffe, dass da dann eine friedliche und soziale Lösung bei rauskommt. Ja, der Kunga soll ja auch weiterspielen dürfen. Finde ich. Mhm. So. Oh, das ist ja... Ich hoffe mal, das haut jetzt gleich hin. Papier, danke. Brauche ich ein Papier-Binding? Klappt das? Ja, klappt. Danke. Jetzt kann ich mir erstmal eine die beste, behaupte ich mal, Spitzhacke zusammenbauen, die es gibt.
Also Spitzhacke. Wieso ist die das die beste? Weil die hat halt spezielle Teile. Also der Kopf besteht aus Kobalt, das Mining Speed 11 hat. Das Binding, die Bindung besteht aus Papier. Aber es gibt Mining Speed 11? Ich dachte 10 wäre Maximum. Nee. Und ich habe schon wieder Scheiße gebaut, habe mir eine Ardite Tough Rod gemacht. Die werde ich für ein anderes Material brauchen. Für die normale Spitzhacke brauche ich eine normale Rod. Ah! Ärgerlich. Ich glaube, ich habe jetzt meine Form gefunden, mit der ich weiterarbeiten möchte. Tatsächlich. So, und jetzt. Und es ist noch Nacht, also vielleicht habe ich Glück. Ja, die beste Spitzhacke, die es gibt. Klang, klang, danke. Also meiner Meinung nach. Ich glaube, ich werde mich jetzt aber auch nicht stressen. Vielleicht schaffe ich das erst im Livestream. Ich weiß ja nicht, wenn ich nächsten Tag dann online bin. Einfach mal Auto-Repair drauf klatschen, dann ist sie von alleine wieder repariert. Und Auto-Repair ist so geil. Ja, das hält dann ziemlich unendlich. Nicht nur, aber Auto-Repair geht nur, wenn du am Tag draußen bist, oder? Nö, gehst einfach hin. Achso, am Tag lädt schneller als nachts. Achso, weil ich hatte das mal bei Hero, da hatte ich auch eine. So eine, wo ich 9 Blöcke gleichzeitig abgebaut habe. Und da war das so, dass ich tatsächlich, wenn ich in der Höhle war, dass ich das nicht aufgeladen hat. Nur wenn ich halt draußen unterwegs war. Als nächstes machen wir so ein Lava-Crystal. Blaze-Powder. Gunpowder, Kohle. Das wird teuer. Und die Folge ist auch vorbei. Ich merke das schon, die Folge ist vorbei. Ich hab kaum was geschafft, aka gar nichts, außer mein Dachstuhl ein bisschen reingezimmert. Ich hoffe, das ist nicht ganz so wild. Wie gesagt, um Kunga kümmern wir uns. Richtig. Da sind wir auf jeden Fall noch dran. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt ein Däumchen nach oben. Lasst uns gerne ein Feedback da. Vielleicht noch Bautipps, was ich denn so bauen soll. Und ansonsten wünschen wir euch natürlich einen schönen Tag. Bleibt geil, Leute. Jo, tschüss, bis zum nächsten Mal.